Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Also gut, du schaffst das. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast.
Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja. Eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau... Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa! Oh, Scheiße! Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Und meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Mein Freund, Jason. Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Lisha, ich komme. Ich bin hier! Scheiße! Ich mach dich fertig!
Lisa, wo bist du? Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Ekelhaft.
Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Brennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich.